Hallihallo, liebe Leute, willkommen zurück zum nächsten Teil von Portal Rexora. Kammer Nummer, was dürfen das sein? 11 bestimmt, glaube ich. Keine Ahnung, schon einige Tage her, wo ich das letzte Mal Portal Rexora gespielt habe. Fun Fact: You will not be able to complete this test chamber without the use of your parietal lobe. Luckily, we have left it intact for just such an occasion. Okay, das sind ja wirklich mal sehr gute Nachrichten. So, mal sehen, ist das irgendwie ein ganz besonderer Auffangbecken für die Energiekugel oder wie soll ich denn das denn auffassen? Was ist, wenn ich eigentlich das hier mache? Das können wir doch sofort machen, oder was täuscht mich da? Ach so. Ach, na das wäre ja wirklich viel zu einfach. Okay, verstehe. Das hat man also vor und... Ach so, da kann man dann bestimmt hier eine Kugel hier rausleiten, dann dort rein und... Oh, wir haben sogar noch ein bisschen mehr hier. Hier am Vollski. So kann es doch gut vorangehen. Die Tür... Warte mal, wie öffnest du den... Ach so. Dadurch und dadurch. Kann man die... Bestimmt, eventuell... Boah, Junge du, ich muss mich erstmal generell mich hier umgucken. So. Ich kann also somit den Weg hier verkürzen und damit einen Zeitaufwand zu meinen Gunsten viel eher triggern. So. Ach, sieh mal, na guck, das habe ich also jetzt gemacht. Okay, Sekunde mal. Ich habe damit also jetzt lediglich nur diese Energiekugel jetzt hier mitgesteuert. Okay, jetzt kommt natürlich erstmal nur die nächste Frage. Den Würfel selbst, den muss ich ja hier rausbekommen. Denke ich mal, doch, sehr. So, die haben also jetzt hier generell schon mal eine unterschiedliche Längen- und Höhenbreite. So, was ist denn eigentlich mit diesen dort oben? Dieser sorgt doch dafür, dass irgendetwas Dauerhaftes geöffnet wird, wenn ich mich recht entsinne. Das bedeutet, wir müssten das da irgendwie ansteuern. Die Frage ist nur, wie könnten wir das denn realisieren? Das würde hier sonst lediglich nur bei den... Metallräumen hier nur abgeprallt werden. Das würde mir also praktisch rein gar nichts nützen. Hm, meine Frage, kann man hier Portal Abuse machen? Ich fasse es mal als Nein auf. Naja, das ist halt eben so das Typische, was man in der Regel immer macht, wenn man in der Nähe von zwei Bereichen sich befindet. Man möchte zunächst erstmal unbedingt versuchen, ein Portal Abusing mitzumachen. Aber na gut, das hat sich ja schon mit erledigt. So, mal sehen. Wie können wir denn das also jetzt so fein machen? Also, außer der Tatsache, haben wir vielleicht noch irgendwas dort oben? Nö, haben wir nichts. Hätte ja sein können, dass dort oben vielleicht noch irgendetwas Besonderes mit hätte sein können. Okay. Also, wir sorgen erstmal nur dafür, dass diese jetzt hier rein und raus machen und... Okay. Damit können wir es jetzt hier... Achso, das sind zwei Türen, die wir hier steuern. Okay, Sekunde mal. Welche Tür werden jetzt hier zuerst gesteuert? Es müssten... Achso, stimmt, es müssten beide zur gleichen Zeit mitgesteuert werden. Das dürfte natürlich dann auch Sinn mit ergeben. Okay, die Frage ist nur... Passt das so vom Ganzen her oder muss es jetzt nicht noch ein bisschen verbessert werden? Hat das jetzt geklappt? Hallo? Ja, doch, ist drin. Alles klar. So kriege ich also generell den Würfel raus. Sonst hatten diese beiden Konstruktoren jetzt hier nichts weiteres mit am Start gehabt. Nö. Diese machen jetzt die ganze Zeit parallel hin und her, bis du natürlich eben das Teil wegnimmst. Die Frage ist nur, was ist denn eigentlich damit? Was mache ich denn überhaupt denn damit? Ich meine, das dort oben, das ist doch nicht zum Spaß da. Das muss doch auch irgendeine Berechtigung doch haben. Das ist doch, dieses Blaue ist doch eigentlich genau dafür zuständig, dass wir damit eine Tür dauerhaft öffnen. Nur die Frage ist, wie hättest du denn da eine Kugel denn dorthin bringen können? Oh, ich glaube, ich habe da zumindest schon eine Vermutung. Mal sehen, ob diese Vermutung sich bestätigen lässt oder halt eben auch nicht. So. Das wäre jetzt wie folgt. Na gut, wir können ja schon an dieser Stelle mal hier hin tun. Das möchte ich erstmal dazu gerne wissen. Was wäre dann wohl, wenn wir das machen? Und vor allen Dingen, wie käme ich dann noch wieder hier zurück?
Gut, ich glaube, wir müssen mal hier ein bisschen nach Plan C vorgehen. Und ich glaube, ich muss dann hier den Würfel nochmal neu holen, weil ich merke dann schon, wie es dann wohl etwa werden wird. Okay, Moment. Das hier hin, der kommt jetzt erstmal dahin. Und dann sorgen wir erstmal dafür, dass dieser jetzt hier hinkommt. So. Mal gucken, was passiert. Oh je. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, ein Kuchen. ja, Leute. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. So, sie haben eine Bonuskammer freigeschaltet. Are you really going to eat that? It's been sitting on the floor for who knows how long. Not to mention you almost stepped on it. Oh, verstehe. Kann es etwas sein, dass ich die Bonuskammern etwa nur genau dann freischalten kann, wenn ich wohl diese Kuchen wohl finde? Möglich wär's. Okay, ich würde das mal lieber bevorzugen, weil lieber jetzt erstmal hier zu verschwinden und im besten Fall auch dafür zu sorgen, dass wir nicht unbedingt hier auch mit hineinmachen und erst einmal gleich von der Kugel uns beinahe hier treffen lassen. Das wäre das gleich kontraproduktiv. Okay, gut, die macht natürlich jetzt genau denselben Spaß wie hier. Nee, wir hätten es... Nee, die kann ich gar nicht mehr zurückholen. Nee. Okay. Also nochmal alles kurz zum Anfang. Also mit diesem kleinen Easter Egg habe ich jetzt nicht wirklich damit gerechnet, aber ich würde mal sagen, das ist ein Teil des Vorhabens. Denn somit kann man ja dann nur die Bonuskammern hier dann generell nur mit freischalten und das gibt natürlich dann uns das zu Genüge, was wir dann schon generell mitmachen können, nämlich dass wir dann auch dann irgendwann mal die Bonuskammern dann ja komplett spielen und dann somit auch unser wirtschaftliches etwas dann damit erzielen können. So, Tür auf. Wunderbar. Und dann das hier. Ist aber wirklich ein schönes Konzept. Auf die Idee musst du erstmal generell kommen. Naja. Auf jeden Fall kennen wir natürlich jetzt eben dieses Prozedere und jetzt lediglich nur zum Ausgang und dann sind wir auch hier schon mit durch. We would like to take this opportunity to thank you for choosing Aperture Science. We know you have a choice of automated testing administrators and we are glad you chose us. You have helped make Aperture Science the only private company in the world with a 100% employee retention rate. Thank you. Aber natürlich, you're welcome. Gut, da das natürlich noch nicht ausreicht, haben wir noch eine Schippe obendrauf und okay, dann ist es quasi halt eben so praktisch gesteuert, jedes Mal, wenn wir sowas sehen, ist das zeitlich gekennzeichnet vielleicht von 1 oder maximal 2 Sekunden und diese sind dann eben dauerhaft. Gut, damit kann ich also die Kugeln hier dauerhaft mit bewegen, hier kann ich sogar ein bisschen modifizieren. So, was müssen wir letztendlich machen? Nur das hier. Damit aber das hier gelingt, muss erstmal das dort rein. Nur die Frage ist, wie kriege ich denn die Kugel denn... Ach nee, stimmt. Okay, warte. Okay, verstehe. Die erste Kugel, die fällt hier rein, trifft den hier. Die zweite Kugel muss umgehend danach rein, damit das Teil nach unten geht und dann dort rein. Und ich glaube, dafür brauche ich dann auch diese da, weil sonst dürfte die ja... okay, gut, die müssen wir dann halt eben perfekt timen. Damit ist dann noch alles in Ordnung. Aber wir gucken erstmal nach, mal sehen, wie das jetzt hier in etwa wäre. Also beide gehen ja halt eben zeitgleich, das kennen wir. Und das ist halt eben extrem kurz. Naja, gut. Also, legen wir erstmal eine da mit hin. So. Beide kommen jetzt erstmal wieder zur identischen Zeit und jetzt gucken wir mal nach, mal sehen, was da passiert. So, diese sind jetzt unterschiedlich mit gepaart. War das jetzt so sinnvoll, dass ich das jetzt nochmal... Ich glaube, das ist schon eins zu spät. Moment. Nochmal. Nur ein einziges Mal, denke ich. Das würde jetzt am ehesten Sinn ergeben. So, währenddessen die jetzt erstmal hier mit gepaart sind, wir sorgen dafür, dass dieser zuerst hin macht und dann kommt dieser. So in etwa. File not found exception. Congratulatory speech file number 037 does not exist. Please instruct the test subject to congratulate itself and then proceed to the chamber exit. Ja, danke an mich selbst dafür, dass ich diese Kammer hier gelöst habe. So.
Ja gut, das passiert einfach, wenn man eine Gratulationsdatei nicht findet, dann muss man den Spieler dazu animieren, sich selbst zu gratulieren. Okay, ich schüttel mir selbst mir die Hände, klatsche mir selbst mir auf die Schulter, irgendwie klappt das schon. Und dann läuft es. Indem wir erstmal wieder Daten laden. Daten laden, laden, Daten, 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 Daten. Oder so ähnlich. During the previous test, our remote brain scanners detected thought patterns consistent with indecent animalistic desires. Please refrain from attempting intercourse with any of the testing elements, no matter how appealing they may be, as it will distract from the testing procedure. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt davon halten soll. Okay. Das kann ich also immer wieder retour setzen, wenn ich es gerne möchte. Kann man 12 sind immer so als kleiner Funfact. Und komme ich hier wieder hoch? Ja, aber das geht halt eben nur sehr langsam. Okay. Also, wollen wir uns erstmal hier ein bisschen umschauen. Da ist zumindest schon mal der Ausgang. Das sind sehr gute Nachrichten. Wir brauchen lediglich nur diesen dauerhaften. Dann kommt hier immer wieder... Okay, ja, ja. Dann wollen wir erstmal ein bisschen schlunzen. Kann ich den schon hier durchschießen? Kann ich sogar auch. Als ob. So, das läuft. Okay. Mal sehen. Wir bringen den hier hin. Dann macht er natürlich hier rein. Und dann muss ich den dort rausschicken. Und das ist ja hier wieder zeitlich gesteuert. Reicht es dann von der Zeit her dann eigentlich aus? Wir können ja mal einen Überblick uns verschaffen. Und zwar... So zum Beispiel. Mal sehen. Vom Timing her reicht es doch eigentlich locker aus. Also was willst du mehr? Zack hier, zack dahin und schon müsste das doch funktionieren. Oder was täuscht mich da? Nope. Natürlich nicht. Dann machen wir es halt eben so. Nee, klappt auch nicht. Ach so, stimmt, weil der Weg eindeutig viel zu weit ist. Okay, da müssen wir natürlich erstmal ein bisschen uns orientieren. Mal sehen, wie wir das halt eben dann machen können. Also, mal sehen, wenn wir hier einen Gang machen und... Ach komm, bitte! Das ist doch nicht fair! Das ist doch jetzt nicht wahr! Ey komm, das hätte so schön sein können! Oder vielleicht doch? Moment, wollen wir die ein bisschen weiter hier hin tun? Klappt das überhaupt? Nope! Natürlich nicht! Ach bitte! 20 Minuten später! So! Also, ich bin jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz so schlau geworden, aber... Also zumindest, es war ja zumindest ein Versuch, dass ich ja vielleicht die Kugel irgendwie so hier steuern könnte, dann hätte ich ja vielleicht einen viel kürzeren Weg. Bis mir natürlich dann mal eine Idee gekommen ist, es könnte doch auch bestimmt auch viel kürzer sein. Und zwar, wenn wir vielleicht das hier machen. Also mir kam es zumindest doch die Idee, wir können den Knopf hier beliebig oft noch mit drücken, beziehungsweise habe ich das hier während des kleinen Offscreens jetzt mal mit rausgefunden, dass es ja möglich ist und so gesehen wäre das doch bestimmt möglich. Das heißt, währenddessen die Kugel jetzt die ganze Zeit hin und her macht und diesen Timer hier jedes Mal wieder neu setzen tut, beziehungsweise, also ja, ihr wisst Bescheid, dass wir das dann halt eben dann zu unseren Gunsten hier mit umsetzen und dann damit auch das realisieren kann, was wir auch generell mit realisieren wollen. Von daher wäre das doch schon mal ein gutes Symbolchen zu unseren Gunsten. Also ich meine, das müsste doch bestimmt so klappen, glaube ich, zumindest. Also das würde jetzt bestimmt am ehesten jetzt im Sinn ergeben. Weil ich weiß noch die ganze Zeit am Überlegen, ob wir vielleicht die Kugel irgendwie hier zwischen bunkern und dann einfach hier rausholen. Aber stimmt, da kam natürlich jetzt die Frage, wie zur Hölle machst du denn das jetzt? Wir probieren mal Folgendes. In dem Moment müsste das so funktionieren. We appreciate the amount of restraint and self-control you have shown in this test chamber.
While many of the testing elements have the ability to copulate with humans, only a select few will actually produce offspring. Manchmal ist die Lösung wirklich sowas. That activity is reserved for a different set of test chambers. We won't get to those today. Was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, ist, manchmal ist die Lösung einer Kammer wirklich so offensichtlich, sodass du allerdings erstmal überhaupt nicht drauf kommst, dass man es genauso lösen kann. Weil du warst jetzt wirklich die ganze Zeit am Überlegen, wie zur Hölle machst du denn das? Bis dir natürlich dann wieder eingefallen ist, den Knopf, den kannst du doch nach Belieben immer und immer und immer wieder drücken. Und dann hätte es eigentlich schon ein bisschen frühzeitiger Klick machen müssen. Aber na gut, es steht da zumindest auch eins fest, man sieht es hier definitiv nicht mehr so viele Abprallfelder wie noch zuvor auch. Hing damit zusammen, ja, ich hatte vor uns mal einen allerersten Tod hier mitgehabt. Und das führte natürlich eben dazu, dass du eben dann diese Kammer komplett wieder neu spielen musstest. Und da ging natürlich noch Haufen, ja, Konzentration noch ein bisschen flöten. Also eher gesagt Zeitflöten für Konzentration, ja, also ihr wisst Bescheid. Und letzten Endes haben wir es dann doch noch geschafft. So wie, als wäre das ja schon von Anfang an immer so unser Plan mit gewesen. Puste. Gut. Tja, möglicherweise, wenn die Kammern jetzt deutlich länger werden und wir auch jetzt lediglich nur ein bisschen, ja, sagen wir mal, Aufwärmphase hatten in den ersten, sagen wir mal, ersten 10 Kammern, dann gehen natürlich halt eben jetzt schon die schweren Kammern jetzt mit los. Vielleicht machen wir auch jetzt regulär nur noch 2 Kammern pro Part. Im allerschlimmsten Fall nur eine einzige und im allerallerschlimmsten Fall eine Kammer in mehreren Parts. Na gut, das werden wir definitiv noch mit, sehen, wie das halt eben mitwerden wird. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lob und Kommentare und Kritik, alles Mögliche in die Kommentarbox. Und ja, dann sehen wir uns quasi das nächste Mal wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.